Ein Brot wie in meiner Kindheit. Super lecker. Backt es nach und schmeckt mal, wie gut es schmeckt. Mit Kartoffeln innen drin ist es noch saftiger. Heute ist es mal ohne Kartoffeln. Im Rezept steht aber die Menge auch mit Kartoffeln. Ich will morgen Brot backen. Jetzt habe ich hier Brotmehl, Type 1050. Und hier habe ich mir 500 ml warmes Wasser gemacht, habe 3 gehäufte Esslöffel Sauerteig, Trockensauerteig mit hineingegeben und 100 Gramm Roggenmehl, Vollkornmehl. Und jetzt werde ich diesen Beutel aufschneiden. Da sind 150 Gramm gekaufter Sauerteig flüssig, da ich keinen eigenen mehr habe. Das gebe ich mit hinein in dieses Gefäß, verrühre es und dann teile ich es hier in die Mulden auf, in beide Behälter, decke es ab und lasse diese 2 Quellstücke bis morgen früh einfach so stehen. Morgen früh werde ich dann in jedem Behälter noch 20 Gramm Hefe mit hinzugeben oder 15 Gramm, das sehe ich ja morgen früh, wie es aussieht. Und dann wird es geknetet und darf dann eine Stunde gehen. Und Backmalz und ein bisschen Brotgewürz gebe ich dann während dem Knetvorgang auch hinzu. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich 2 runde große Brote mache oder ob ich es in 3 größere Kastenformen, so in Brotkastenformen gebe. Das muss ich noch sehen morgen früh. Erstmal mache ich jetzt dieses. Ich mache diese Sauerteig-Quellstücke sehr gerne, weil sie das Brot länger frisch halten und das Brot ist wirklich aromatischer und deswegen, es ist ja nicht viel Arbeit, mache ich das fast immer so. Wenn ich selbstgezogenen Sauerteig habe, dann löse ich natürlich den auf. Und wichtig ist, dass das Mehl nicht kalt ist, sondern zimmerwarm. Deswegen immer abends, wenn man weiß, ich will morgen backen, immer abends das Mehl einfach in eine Schüssel ins Zimmer stellen. Morgens löse ich in 200 ml lauwarmem Wasser ein Würfel Hefe, 42 Gramm und einen halben Teelöffel Zucker habe ich hineingegeben. Das löse ich alles auf und decke es mit diesem Silikondeckel ab und lasse die Hefe wirken. Das dauert gute 10 Minuten, manchmal lasse ich es auch sogar länger. Ich sehe ja, wenn die Hefe dann wirkt und ich zeige es euch auch. Und dann geht es ans Kneten. Nach einer Viertelstunde sieht man schon deutlich, wie viele Bläschen auf der Oberfläche von der Hefe sind. Hier ist mein Quellstück von gestern Abend und das Mehl. Und diese Menge kann man als rundes, großes Brot, wie ich, in einem Holzbackofen backen. Oder man teilt dann diese Menge auf an Teig, wenn der Teig geknetet ist und gegangen ist, und backt 2 große Brote so in größeren Kastenformen. Das kann man dann auch gut machen in einem Elektroherd. Allerdings sollte man dann 230 Grad, zuerst 250 Grad hochheizen und wenn das Brot dann drinnen im Ofen ist, sollte man nach 10 Minuten auf 230 zurückgehen und nach einer Dreiviertelstunde gehe ich dann, wenn ich im Elektroherd das mache, gehe ich dann immer runter auf 200 Grad und ein Brot braucht dann im Backofen etwa eine gute Stunde. Falls es zu dunkel wird im Backofen, oben die Kruste, da kann man eine Alufolie oben drauf machen. Jetzt bei mir im Backofen, da zählt das ja alles nicht. Da wird dann die Kruste, die obere, einfach ein bisschen geklopft. So haben wir es auch drüben in Siebenbürgen früher gemacht.
Ich gebe auf jeden Fall in diese Menge Mehl, also hier sind insgesamt 1800 Gramm, da gebe ich 2 gehäufte Esslöffel Backmalz und 2 gehäufte Teelöffel Salz und natürlich einen halben frisch Hefewürfel, einen aufgelösten. Hier habe ich jetzt den ganzen, weil ich ja 2 Schüsseln habe und 2 Brote große backe. Aber das Rezept, die Mengenangaben, die schreibe ich für eine Schüssel, also für 1800 Gramm oder 2 Kastenformen. Und ihr findet es unterhalb vom Video, die Zutatenliste. Hier habe ich meine große Knetmaschine, damit ich den Teig auf einmal kneten kann, was ich in einer Schüssel habe. In der Kenwood-Maschine wäre es nicht ausreichend, weil 1800 Gramm, also 1500 kann man gut machen, aber 1800 ist schon sehr viel. Oder man müsste dann es auf zweimal kneten. Ich knete jetzt das, was ich in einer Schüssel habe, auf einmal, weil ich ja meine alte Knetmaschine da stehen habe. Als erstes gebe ich auf jeden Fall 700 ml lauwarmes Wasser in die Schüssel hinein. Und in der Hoffnung, dass es reicht, weil ja, ich muss ja bedenken, in meinem Brühstück, da ist ja auch Wasser mit drinnen und in meinem Hefewasser, wo ich angesetzt habe vorhin, ist ja auch Wasser drinnen. Jetzt gebe ich das Mehl mit dem Brühstück hinein. Jetzt kommt ringsherum auf jeden Fall Salz. Salz darf man nie vergessen, weil Brot ohne Salz schmeckt nicht. Gut. Dann Backmalz. Hier habe ich jetzt ein helles Backmalz. Das spielt aber keine Rolle, was für eine Sorte ihr nehmt. Ob ihr jetzt auch Roggen nehmt oder Gerste, was ihr wollt. Und die Hälfte von diesem Hefewasser gebe ich mit hinein. Und dann geht es los mit dem Kneten. Und ich lasse es kneten so etwa 12 bis 14 Minuten. Bis 15 Minuten. Jetzt habe ich auch noch ein bisschen verschüttet, macht nichts. Ich habe mir jetzt hier noch 300 ml lauwarmes Wasser abgefüllt. Das sehe ich ja jetzt, wenn ich knete, ob ich noch Wasser brauche oder ob es ausreichend ist. Und jetzt kommt der Knethaken runter und dann wird es geknetet. Ich kann die Zeit einstellen, 13 Minuten. Und nun geht's los. Ich würde euch ja gerne zeigen, dass ihr es genauer seht, weil ich sehe das nur durch diese Schlitzen. Aber wenn ich den Deckel hochhebe, dann bleibt die Maschine stehen. Nach 2 Minuten hebe ich jetzt trotzdem den Deckel. Ich will ja sehen, ob es zu fest ist. Ja, es ist zu fest. Also schütte ich ein bisschen Wasser. 100 ml habe ich jetzt rein. Ich muss mich alle rantasten, dass ich euch ins Rezept doch ganz genau reinschreiben kann. Und jetzt geht's weiter. Nun braucht es noch nur 5 Minuten. Dann ist es fertig. Ich habe es auch abgeschmeckt. Ich habe mir ein Stückchen an den Finger genommen und auf jeden Fall passt es vom Salz her. Und ich finde, der Sauerteig macht schon sehr viel aus, da man ja dann in diese Menge doch sehr wenig Hefe gibt. Sauerteig ist schon was Feines im Brot. Und Backmalz macht ja eine sehr schöne Kruste. Das macht auch Sinn.
Der Knetvorgang ist jetzt fertig nach 13 Minuten. So sieht das geknetete Teig aus. Und jetzt kann ich ihn schon rausnehmen. Jetzt befeuchte ich meine Hand. Ich mache die Hand nass, damit ich den Teig vom Knethaken einfach runternehmen kann. Mit nasser Hand klappt das wunderbar. So. Und jetzt fülle ich diesen um, wieder in meine Schüssel zurück und mache das alles gleiche mit dem zweiten Teig. Wenn man jetzt nur ein Brot oder zwei Kastenbrote backen will, dann wäre man jetzt schon fertig. Ich backe sehr gerne Brot, allerdings gebe ich auch zu, dass es wirklich Arbeit macht. Was heißt Arbeit? Arbeit ist es nicht so viel, aber man braucht sehr viel Zeit. Weil diesen Teig gebe ich jetzt mal eine gute Stunde bei Zimmertemperatur abgedeckt. Zeit zum Gehen. Nach einer Stunde, am besten auch noch länger wie eine Stunde, ein Viertel. Nachher forme ich das Brot und gebe es in ein Gärkörbchen. Oder direkt in eine Kastenform. Die Kastenform muss eingebuttert werden. Ein Gärkörbchen muss gut bemehlt sein. Und dann decke ich es wieder ab mit einem Tuch und lasse es nochmal 25 bis 30 Minuten gehen. Und dann kommt es erstmal in den richtig vorgeheizten Ofen rein. So, jetzt decke ich es ab. Und widme mich dem zweiten Teig. Nun geht es mit dem zweiten Brot los. Ich habe schon alles reingegeben. Ins erste Brot habe ich kein Brotgewürz gegeben, weil ich eins ohne und eins mitmachen will. Im Brotgewürz ist nichts anderes drin als Koriander, Fenchel, Kümmel. Das kann jeder selber bestimmen. Und hier werde ich jetzt ein bisschen Brotgewürz. Ich gebe jetzt heute grobes. Es gibt es aber auch fein gemahlen, schon fertig zu kaufen. Das gebe ich jetzt heute mit in mein Brot. Und ich werde auch noch ein paar Samen mit hineingeben. Das heißt Samen, schwarzen Sesam und weißen Sesam habe ich hier übrig. Und das gebe ich auch noch mit hinein. Diese restlichen Samen, die gebe ich jetzt noch einfach rein, weil ich die da hatte, die sind mir mal übrig geblieben von meinem Müsli und das kann ich jetzt im zweiten Brot, dann habe ich zwei Varianten, eins mit und eins ohne. Und was noch ganz wichtig ist, dass der Teig nicht im Zug stehen sollte, wo Zugluft ist, denn das würde ihm schaden beim Gehen. So, jetzt kommt noch die Hefe und dann geht auch dies 13 bis 15 Minuten kneten. Das zweite Brot mit den Körnern und mit dem Brotgewürz sieht so aus. Ich habe mich jetzt so entschieden, dass ich dieses Brot in zwei Teile, in diese zwei Formen, die ich mir natürlich einfetten werde mit meinem Backtrennmittel, das verlinke ich euch auch. Und hier habe ich ein Gärkörbchen für das andere Brot, für das erste, wo ich geknetet habe. Und dann sehe ich, welches mir am besten gefällt. Schmecken werden beide Varianten. Während das Brot jetzt geht, kann der Backofen schön vorheizen. Wir haben halt so einen Holzbackofen, wo wir unten mit Holz heizen und oben im Raum wird das Brot gebacken. Ich zeige euch den Raum.
Ja, wer das nicht hat, kann wie gesagt die Hälfte, also was im Rezept steht, einfach die Menge im Elektroherd backen. Kleiner Enkel, der freut sich schon aufs Brot, ha, Nico? So sieht der gegangene Teig aus. Nun forme ich das Brot für mein Gerbkörbchen. Und zwar gebe ich ein bisschen Mehl oder Dinkeldunst unten drunter, denn mit dem schafft man am einfachsten. Gebe den gegangenen Teig drauf und forme ihn, bis ich eine glatte Oberfläche habe. Man sieht dann die man spürt auch die Oberflächenspannung, und wenn das gegeben ist, dann gebe ich es ins Gärkörbchen und lege es ab und lasse es noch 25 bis 30 Minuten gehen, bevor ich es in den heißen, in den vorgeheizten Ofen schiebe. Nun kann das geformte Brot 20, 25 bis 30 Minuten gehen und dann schieben wir es in den Backofen. Jetzt schiebe ich das Brot gleich in den Backofen. Ich stürze es auf meinen Brotschieber, schneide dreimal hinein und jetzt mache ich auf und schiebe es da rein. Jetzt kommen die zwei anderen Brote hinein. Mein Mann, der hilft mir. Nun sind alle drei Brote drinnen. Ich bin gespannt, wie jedes einzelne backt. Jetzt ist Halbzeit. Wir drehen das Brot mal, wenden es. Die Kleinen, die spielen hier draußen, deswegen hört man Geräusche. Das Brot ist jetzt fertig. Nach einer Stunde und 10 Minuten war es jetzt in diesem Backofen drinnen. Jetzt hole ich es raus. Ich habe mir hier einen Korb schon und ein gewebtes Tuch noch von meiner Oma vorbereitet. Und jetzt fange ich an und klopfe ringsherum, so dass was jetzt hole ich das zweite Brot raus. Und nun
kommt das dritte Brot raus aus dem Backofen. Nächstes Mal muss ich ein bisschen niedriger die Temperatur hier halten. Das Brot ist jetzt ausgekühlt. Jetzt habe ich es durchgeschnitten, um zu sehen, wie es aussieht. So sieht das runde Brot ohne Körner aus. Und so sieht das, wo ich auch Körner und Brotgewürz mit hineingegeben habe, aus. Natürlich essen wir das nicht alles. Das wird auf alle Kinder, Enkelkinder verteilt. Ich hoffe, dass dieses Brotvideo euch auch gefallen hat, dass ihr es nachbacken könnt, auch im Elektroherd. Ich habe ja das Rezept auch so geschrieben. Und falls ihr es nachbackt, dann wünsche ich euch gutes Gelingen dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.